Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Ja, ich habe nochmal überlegt und ich dachte mir, die Münze für den Automaten beim Café, die kriegen wir doch bestimmt von dem Typen, der das Gold hat. Das ist bestimmt dann eine Goldmünze, die wir bekommen. Wenn er das nicht sogar gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, hat er nur gesagt Gold oder war es eine Münze? Auf jeden Fall kriegen wir da bestimmt die Münze, die dann eventuell das Gold ist, für den Automaten, für den Café, für den Bienenmann. Von dem wir dann, keine Ahnung, was kriegen. Den Schlüssel wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ein selbstgemaltes Ticket oder so. Oder sein Ticket für den Kaffee. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt auf jeden Fall nochmal lustigerweise aus, mit dem Kugelschreiber auf der Staffelei rumzukriegeln. Ich nenne es A New Beginning. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel habe. Kann sein. Ich habe so viele Spiele immer in meiner Steam-Bibliothek, die ich noch Let's Playen will. Ich glaube, A New Beginning ist da auch bei. Und das ist die Frau aus dem Spiel. Ich habe das Spiel aber noch nie gespielt, genauso wie ich jetzt vorher Edna bricht aus noch nicht gespielt habe. Von daher, ich erkenne sie aber wieder vom Cover vom Spiel. So, wir haben einen Strohhalm und andere Sachen. Wie können wir denn den Typen überlisten? Wir können ihm ja nichts geben. Können wir ja gar nicht, weil da wird ja immer direkt die Schrift angezeigt, was wir ihn fragen können. Hier, vielleicht will ja von denen jemand so ein Shake. Nee. Will der vielleicht Chips? Nein. Können die uns mal angucken? Die extra krümeligen. Okay. Dann können wir den denn mal beruhigen? Mit einem Strohhalm? Uff. Guten Tag. Wenn der so nervös ist, oder sollen wir den einfach ignorieren? Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Kann man den denn mal beruhigen? Topflappen. Es sind immer eindeutig anscheinend nicht die richtigen Antworten. Da können wir ihn noch richtig, noch mal richtig bedrohen. Okay. Was können wir denn bei ihm mal machen? Kommissarin Edna Konrad, Aufzugsdezernat. Machen Sie den Weg frei. Wir müssen den Wäschelift auf Fingerabdrücke untersuchen. Netter Versuch, Frau Kommissarin. Aber der Lift befindet sich im Distrikt der Bahnpolizei. Kann man da nicht übrigens irgendwie in den Optionen was... Nee, man kann nicht den Sound machen. Man könnte höchstens zack die Musik ausmachen. Das wäre aber ziemlich still. Das will ich nicht. So, ich möchte weiterspielen. Ich möchte weiterspielen. So. Ja. Ich denke, hier können wir... Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir hier was machen können. Wobei... Da ist ja so ein Plakat mit dem Bügel hier. Bringt mir das noch was? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Der ist zu nervös. Beim Bienenmann kann ich nichts machen. Ich glaube, im Klo auch gerade nicht. Und der Alumann braucht einen neuen... Der braucht einen neuen, ne? Wäschebügel, da müssten wir eigentlich, könnten wir nur mit ihm hier was machen. Oder mit dem Professor da drinnen. Vielleicht braucht der Professor ja den komischen Drink. Das wäre ja auch eine Idee. Mach mal wieder Licht an. Guten Tag, Herr Professor. Möchtest du von meinem Stinkdrink probieren? Ich get no. Das letzte Mal, als ich so einen Drink hatte, fand ich einen Klostein auf den Grund des Glases. Meine Mundflora hat sich bis heute nicht erholt. Dafür habe ich seitdem eine aktive Mondfauna. Na, so schlimm wird es schon nicht sein. Sie heult nackt die Mond an. Ich komme kaum zum Schlafen. Möchte er vielleicht diese Schere? Brauchst du zufällig eine Zickzackschere? Im Augenblick gerade nicht, nein. Wie du vielleicht weißt, arbeite ich daran, eine Dino-Armee zu klonen. Da benötigt man keine Zickzackschere. Vielleicht später, für die Szene.
Können wir uns die Topfpflanze nochmal genauer angucken? Weil die hier so, naja... Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Müssen wir vielleicht unter den Inventarsachen was kombinieren? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Uns was zu bauen, aber was? Ich meine, das Einzige, was wir brauchen, ist dieser Bügel. Und ich wüsste nicht, aus was wir den bauen können. Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi, na das wäre ja fast in die Hose gegangen. Okay, und jetzt hast du da was? Strohfried Strohhalm sieht aus wie eine rot geringelte Savannengazelle. Findet ihr nicht auch, Kinder? Hurra! Für irgendwas werden wir das wohl noch brauchen und haben dafür jetzt schon mal die Öffnung geschnibbelt. Das ist schön. Ja. Die extra Krü... Das und das. Einmal Hotdog mit ohne Zwiebel und mit ohne Wurst. Im Brötchen? Nee, mit ohne, so auf der Hand halt. Okay, auch das haben wir ausprobiert. Eine Sammelbeleidigung für alle Sinne zugleich. Ich weiß nicht, was wir mit dem Professor machen können. Vielleicht muss er uns ja noch irgendwie helfen oder so. Vielleicht will er ja den Stinkdrink. Tauschst du dein Telefon gegen dieses übel riechende Gesöff? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Der ist so übertrieben, der Typ. Können wir ihn irgendwie, ich weiß nicht, ablenken, ärgern, irgendwas? Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren! Meine Seele! Und die Luft, die ich atme! Mann, komm mal runter, Alter! Tauschst du dein Telefon gegen diese super Zickzackschere? Bestimmt nicht. Das Telefon? Ja. Irgendwie ein anderes Telefon bauen oder so, aber wie? Tauschst du dein Telefon gegen einen lustigen Knickstrohhalm? Bestimmt. Nein. Aber warum will sie auch immer tauschen? Also ich denke jetzt gerade gar nicht an tauschen, sondern einfach irgendwie, ja. Tauschst du dein... Bestimmt. Das Telefon muss... Telefon. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts ungewöhnlich. Können wir das Schloss doch noch aufkriegen? Mit einem Strohhalm darin rumzustochern wird nicht... Ich glaube auch, dass wir eher eine, ja, diesen Generalschlüssel oder eine Kopie oder so brauchen. Mist. Ich fürchte, ohne Schlüssel... Ja. Also sie sagt es ja auch, dass sie den Schlüssel braucht. Wie können wir denn ihm sein Telefon wegnehmen? Gut, ich weiß auch nicht, wofür wir es eigentlich brauchen, aber... Irgendwas müssen wir doch tun können. Das regt mich auf. Wie könnten wir ihn mal ablenken? Was können wir mit dem Professor machen? Ist hier irgendwas, was man nehmen kann? Der Künstler war offensichtlich das einzige Licht. Ich versuche mal, die Sachen nochmal zu nehmen. Den hässlichen Klump? Nee, nehmen. Nein, er scheint irgendwie dahin zu gehören. Kannst du hier oben was nehmen? Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Okay, ganz eindeutig nein. Warte, können wir hier... Können wir da beim Polster was aufschneiden hier? Weil das hier so... Nein, okay. Ich weiß, schräge Ideen. Poki, sag mal was. Ja, in diesem Screen enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Endermericht aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist es ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht, als wäre es was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ich habe als Kind nie darüber nachgedacht, dass Meister Eder Schizophrenie haben könnte. Und
sich Pumuckl nur einbildet. Also wenn ich Pumuckl geguckt habe, fand ich Pumuckl halt, ja, nett und lustig und so. Aber solche Gedanken wie er hatte, hatte ich wohl nicht. Vielleicht, weil ich da auch noch jünger war. Ja, Droggelbecher. Der Droggelbecher, hat der irgendwas, was wir noch brauchen? Oder können wir hier dem Alumann... Will der jetzt wirklich eigentlich, dass wir einen neuen Bügel bauen? Oder sollen wir ihm seinen alten nur abschwatzen? Ich weiß nicht. Und irgendwas muss es ja hier in der Ecke auch noch geben. Allerdings müsste da das andere Telefon rangebaut werden. Ich bin gerade echt auf dem Schlauch, was ich machen kann. Was noch für Möglichkeiten übrig bleiben. Irgendwas bei den beiden hier im Klo? Leute, könnt ihr mir nicht irgendwie helfen? Aber sie will ja auch gar nicht stören. Und dass die beiden hier zusammen sind, muss ja auch jetzt einen Grund haben. Gut, er ist halt hier und war abgelenkt, ne? Damit wir uns das Zeug nehmen konnten da, das Eklige. Den Stinkdrink. Wen können wir denn den Stinkdrink geben? Ich störe sie lieber nicht. Also, das muss doch eine Funktion haben. Da bin ich jetzt gerade... Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Was habe ich noch nicht ausprobiert? Irgendwie, also ich habe das Gefühl, entweder beim Telefontypen oder jemand anderem. Und hier können wir auch im Zelt erst gewinnen, wenn wir unsere Elektroschock-Therapie gemacht haben. Das heißt, wir müssen theoretisch diesen Alu-Dings hinkriegen. Was führt dich diesmal zu mir? Also eins führt hier zum anderen, aber es geht um eine Kleiderbügel. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept, den Kleiderbügel. Zum einen, weil er meine Antenne in den... Zum anderen habe ich ihn gerne zu... Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell. Mhm. Okay. Ich muss lang... Pass. Wir können... Also mit ihm können wir auch irgendwie gar nicht interagieren, oder? Können wir ihm... was anderes geben? Willst du meinen Strohhalm haben? Nein, danke. Ich nehme tagsüber keine Flüssigkeit mehr zu mir. Du sammelst... Nein, ich trinke nur ein... Es dauert... Blabla. Okay, Bügel. Wie basteln wir denn was Neues? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt tatsächlich kurz enttäuschenderweise mal einen Cut machen und gucken, wie ich hier weiterkomme. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich den Rest des Parts hier rumirre, glaube ich. Gut, per Zufall könnte ich vielleicht weiterkommen, aber darauf will ich es gerade nicht ankommen lassen. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder, Leute. Und da wäre ich ja echt nie drauf gekommen. Also da hätte ich lange ausprobieren müssen, um darauf zu kommen. Jetzt muss ich mal eben hier lang gehen. Oder bin ich jetzt falsch? Ja, ich bin falsch. Ich muss hier mal lang wieder. Und die andere Seite nehmen. Wir wollen nämlich tatsächlich zu dem Professor in den Raum. Wir wollen aber nicht direkt zum Professor, wir wollen in den Raum. So, passt auf. Also, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich habe übrigens nur eigentlich die Idee mit dem Kleiderbügel gesucht. Also ich habe nichts anderes gelesen, weil ich wissen wollte, wie kriegen wir das mit dem Kleiderbügel hin. Aber stattdessen sollen wir halt erstmal was anderes machen. Und auch da weiß ich dann nicht weiter, wenn ich es jetzt gemacht habe. Wir sollen mit dem Fernseher reden, ja? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Kaufen, Verkaufen, so. Kaufen? Kaufen. Verkaufen? Verkaufen! Nein, immer noch nicht verkaufen. Also kaufen. Willkommen, hier geht es kaufen. Kaufen? Kaufen. Nochmal kaufen? Kaufen. Kaufen. Kaufen? Nein. Nicht mehr kaufen. Okay, jetzt verkaufen. Muss ich jetzt da so die richtige Reihenfolge hinkriegen? Willkommen bei den... Hier geht es kaufen. Also, kauf... Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen. Und jetzt verkaufen. Verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Okay, cool. So, das sollen wir uns jetzt irgendwie merken. Und ist ja irgendwie auch wieder logisch, aber auf den Dreh bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ihn börsenmäßig abzulenken und dass im Fernsehen da gerade börsenmäßig was läuft und ja, und darauf sprechen wir ihn jetzt mal an. Hallo? Hallo! So, und jetzt, hier haben wir nämlich jetzt auch
Kaufen, verkaufen. Na gut, ich komme dann so. Also, kaufen. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen. Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Ach, ein Glück. Und was ist, wenn wir ihn jetzt so richtig nochmal ablenken? Weil er soll uns den Hörer überlassen. Hallo? Hallo! Also, kaufen. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen. Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein, kaufen. Alles kaufen. Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Ja, der ist halt voll der Börsentyp, aber wir kriegen das noch hin. Hallo? Was ist, wenn wir immer verkaufen sagen? Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen? Wirklich verkaufen? Nein, kaufen. Alles kaufen. Kaufen, kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Ob das gut ist, dass er immer sagt, ein Glück? Ich glaube, wir müssen ihn mal so richtig verwirren. Hallo? Hallo! Ich mache jetzt mal immer hin und her. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen, nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Also, was denn nun? Hallo? Hallo! Bis wir die richtige Kombi raus haben. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Ach, oh Mann, oh. Ich will das jetzt mal hinbekommen. Hallo? Hallo! Komm schon. Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Nein, noch nicht verkaufen. Nicht verkaufen, nicht verkaufen. Was sagst du? Ach, oh Mann, oh. Egal was ich mache, ich habe das Gefühl, es geht nicht. Hallo? Irgendwie müssen wir ihn doch durcheinander bringen. Kaufen. Was sagst du? Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, aber ich hab doch schon... Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Das letzte. Oh, gut, dass ich da nicht abkaufe. Also, das letzte war der ausschlaggebende, dann machen wir es nochmal. Ha! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nee, jetzt bleiben wir bei kaufen. Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, aber das war doch jetzt... Hä? Das letzte war der ausschlaggebende Moment. Puh, kaufen. Und wenn ich jetzt als letztes verkaufen nehme, geht's doch auch nicht, oder? Bin ich jetzt... Ich bin selber verwirrt. Hallo? Kaufen, verkaufen, kaufen. Ich bin selber völlig verdreht schon. Kaufen. Was sagst du? Ja. Kaufen. Kaufen? Kaufen. Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Wenn ich jetzt sage, ja, jetzt schnell alles verkaufen, dann ist ja wieder alles gut. Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge, vielleicht mal nehmen. Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge. Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Wir haben es geschafft. Na Gott sei Dank. Ich habe das erst so ein bisschen später realisiert, dass ich vielleicht an der Stelle das mit dem Sie mal Juppie nehmen sollte. Hat er das nicht selber auch immer irgendwie mal erwähnt gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also, wir haben uns Informationen
aufgenommen aus dem Fernsehen und es übertragen auf den Yuppie und endlich haben wir das Telefon. Wir sind also einen Schritt weiter und darauf wäre ich nicht gekommen, da auf den Fernseher zu gucken, das zu übertragen auf das Gespräch. Ich hätte aber tatsächlich öfters nochmal mit Yuppie reden sollen. Vielleicht hätte ich dann gemerkt, dass da noch eine Möglichkeit ist. So, können wir das jetzt wieder daran basteln? Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Können wir das jetzt einfach nehmen als Alu-Dingens-Bummens? Das Kabel ist bereits zerstört. Können wir das irgendwie kombinieren? Warum gibt es eigentlich noch keine Telefonhörer mit Getränkehalter? Weiß ich auch nicht. Reicht das als Alu-Dingsbums? Wir gehen mal und geben ihm das. Wenn du einen direkteren Draht zum Äther haben willst, dann brauchst du dieses Telefon. Ich glaube nicht. Noch direkter könnte mein Draht kaum sein. Ich habe quasi eine DSL-Standleitung. Ja, schön, dass ich hier angekündigt bekomme, dass bei Rise of the Tomb Raider ein Patch ist. So, also muss das jetzt wieder ran oder nicht? Also wenn er das nicht haben will, müssen wir es doch wieder irgendwie... Was war das? Ist da noch Geld drin, ne? Hey, da ist eine Münze nö, drin! Ich glaub's nicht. Das ist ja... Wechselgeld! Yay, also gut, wenn wir jetzt die Münze haben, ist es ja wohl klar. Dann, okay, dann geht die Reihenfolge natürlich anders. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir erstmal nach oben gehen. Nicht dahin, nicht mich falsch. Und den Kaffee uns besorgen. Jetzt ist es ja ein bisschen klarer, was wir tun sollen. Nee, und ich will nicht ins Klo. Ich will hier oben hin. Mal gucken, ob das klappt. Dann kriegen wir aber goldmäßig ja dann doch noch was anderes als eine Münze, oder? Ich glaube nicht, dass wir nun wieder eine Münze bekommen. Auf jeden Fall brauchen wir eine Münze für den Kaffee. Die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Das ist ja kein Ding. Aber dann hat sie den ja quasi jetzt schon verbraucht. Oder? Ach nee, der ist schon... Warte. Ist die Münze jetzt schon... Ist die Münze jetzt weg? Da ist doch jetzt gar kein... Scheiße. Da hat jemand... Nein, du sollst den Kaffee da reinstellen. Und... das Ding benutzen. Ich brauche eine Münze. Hey, die ist jetzt echt verbraucht, ne? Scheiße. Ich glaube, ich werde nochmal neu laden und den Becher vorher reinstellen. Wie blöd. Und das dann nochmal ausprobieren, mal gucken, ob das dann überhaupt klappt. Wir sehen uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Dann stelle ich erst den Becher rein und benutze dann die einzige Münze, die wir haben. Und wenn das nicht klappt, müssen wir vielleicht auch nochmal drum spielen und uns eine Münze erspielen und gewinnen, damit wir den Kaffee endlich holen können. Und vielleicht noch irgendwas mit dem Telefonhörer machen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man mit dem Telefonhörer noch machen könnte. Wir sehen uns. Bis dann.